Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Haul. Ihr habt es schon im Titel gelesen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, ich war mal wieder kräftig einkaufen und habe sehr, sehr viel gekauft. Das Ganze ist aber von mehreren kleinen Flohmärkten und ich sammle das halt immer so an und dann zeige ich euch das in einem Vlog. Wenn ich alles einzeln zeigen würde, dann wäre das erstens, glaube ich, zu langweilig und zweitens würde es viel zu viele Hauls geben. Ja, ich würde sagen, ich fange an und zwar mit einer Hose, die ich geschenkt bekommen habe. Das ist auch mal selten. Da war ein Zettel dran, 0 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr solche Flohmärkten kennt, wo so Zettel dran sind, wo die Größe draufsteht, eine Nummer und der Preis. Und das gibt es hier bei uns richtig, richtig oft. Das nennt sich Nummerflohmarkt. Und da hat die eben nur 0 Euro gekostet. Und ich fand die von Anfang an schön und habe deswegen ja auch nach dem Preis geschaut. Und als ich 0 Euro gesehen habe, habe ich sie mitgenommen. Die ist in 74 von Lidl. Aber ich denke mal, die ist schon ein bisschen älter. Sieht auf jeden Fall noch super aus. Das Bündchen ist nicht ausgeleiert oder so. Und drauf sind eben so kleine Kätzchen. Richtig, richtig süß. Und einfach so eine kleine, schlechte Hose. Hier, dann geht es direkt mit dem teuersten Teil weiter. Also, ich habe da wirklich sehr, sehr lange überlegt. Aber es ist selbst genäht und dementsprechend finde ich das in Ordnung. Ich habe nämlich einen Pulli mitgenommen. Wie gesagt, der ist selbst genäht. Und ich finde ihn einfach so schön. Er ist halt grau, richtig schön dick. Also es ist ein richtig schöner, dicker Stoff. Und hat eben so rosa, weiß, also rosa mit weißen Sternchen, so als Bündchen hier überall. Sieht richtig, richtig süß aus. Und ist wie gesagt richtig, richtig schön dick. Eingetragen waren 68. Mir kommt der aber auf jeden Fall größer vor. Also ich würde das wohl eher auf eine 74 schätzen. Und hier ist eben noch das Bändchen dran, wo das Zettelchen dran war. Und hier sind eben so zwei kleine Knöpfe. Und die finde ich auch richtig cool, weil das sind eben so Druckknöpfe. Dahinter sind eben so Druckknöpfe. Und das, ja, finde ich super zum An- und Ausziehen. Also der Kopf ist dann schön offen und man kann den gut an- und ausziehen. Hier so eine Kapuze mit dem gleichen Stoff innen. Und ich fand den wirklich sehr, sehr schön. Felix findet ihn auch sehr schön. Das ist auch immer ganz wichtig. Und deswegen ist der für 4 Euro mitgekommen. Ja, dann brauchte ich auf jeden Fall noch Schlafanzüge in 62. Und da gab es diesmal wirklich gar nichts auf dem Flohmarkt. Und einen habe ich aber gefunden. Und zwar in 68 fiel mir der hier ins Auge. Ich finde ihn jetzt auch nicht sonderlich schön. Also ist nicht mein Lieblingsschlafanzug, aber ich finde ihn ganz süß. Der ist eben so rosa mit so kleinen Blümchen und so kleinen Herzchen drauf. Von Anthony's Family, wie gesagt, in 68. Sieht ziemlich klein aus für 68. Aber ich dachte mir, man nimmt ihn einfach mit. Ich glaube, ich habe 1,50 bezahlt. Wie gesagt, in 68 mit geschlossenem Fuß. Das wird ja oft abgeraten, aber ja, ich habe ihn jetzt einfach mal mit geschlossenem Fuß genommen. Und eben einen Schlafanzug. So, dann ist es immer richtig schwer bei mir, Hosen zu finden. Hosen gibt es in 50, 56 richtig schöne, aber ich finde ab 62 sehen die alle richtig schlecht aus. Scheiße, mir gefallen sie einfach nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, Hosen zu finden. Ich habe noch keine einzige in 62 und 68. Und dementsprechend war ich jetzt wirklich auf der Suche mal nach Hosen und habe tatsächlich mal welche gefunden, die mir gefallen. Und zwar sind das diese hier. Ich kenne die Marke nicht. Ich kann euch das mal zeigen hier am Etikett. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch keine deutsche Marke. Ich kenne die wirklich überhaupt nicht. Lindex oder Lidex, irgendwie sowas. Auf jeden Fall in 68 und die sehen einfach wunderschön aus, oder? Ich habe davon direkt zwei mitgenommen, ich zeige euch die zweite gleich nochmal. Die ist jetzt hier in so einem Lila, richtig schön pumpig, ich mag das ja. Und ja, schönes Bündchen hier mit Kordeln zum Verstellen. Und mir gefällt die einfach sehr, sehr gut. Die hat 1,50 gekostet, finde ich auch in Ordnung. Und die
ja, sind wirklich die einzigen, die mir irgendwie gefallen. Und ich glaube, meine Tochter muss da sehr, sehr viel selbstgenähte Sachen anziehen. Aber ja, ist irgendwie das Einzige, was mir in irgendeiner Hinsicht gefällt. Auch die von H&M mag ich sehr gerne, diese Basic-Jogginghosen. Aber da finde ich im Moment irgendwie überhaupt keine gebraucht. Und ja, jetzt haben es erstmal die beiden getan. Die zweite ist nämlich hier in so einem Braun. Ist genau der gleiche Schnitt, ist nur so ein Braun eben. Auch in 68 und genau die gleiche. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie bestimmte Hosenschnitte mögt oder ob ihr irgendwas kennt, die so in diesem Schnitt sind. Weil ich weiß ja nicht, ich kann mich wirklich nicht mit Hosen anfreunden. Und weil ich keine Hosen gefunden habe, habe ich noch diesen Strampler, diese Latzhose mitgenommen. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die ist auch in 68, obwohl die auch ziemlich klein aussieht. Ist auch von NSYNC Family. Und ist eben so dunkelblau mit so weißen Pünktchen und hier noch so kleine Herzchen drauf. Und ja, ist eben so eine kleine Latzhose. Dafür habe ich, glaube ich, auch nur 1 € bezahlt oder so. Das ist auch in Ordnung. Eigentlich bin ich für Strampler in 68 und 62 überhaupt nicht. Aber die gefielen mir jetzt wirklich sehr gut. Einen weißen Body drunter und dann ist ein super süßes Outfit. Ja, dann habe ich mal wieder ein H&M-Set mitgenommen. An H&M-Set und Bodies habe ich ja wirklich sehr, sehr viel und wirklich genug. Aber ich konnte hier an diesem nicht vorbeigehen. Das ist ein 62 von H&M. Und das ist mit dem Krümelmonster und ich fand das einfach so süß. Einmal ist der Body so, ja, gesprenkelt. Nennt man das, glaube ich, so. Und dann ist eben das Krümelmonster da drauf. Und dazu gibt es noch diese Hose, auch mit dem Krümelmonster unten. Und eben so eine graue Hose in 62 von H&M. Ich glaube, für beides habe ich bezahlt 1,50, also auch völlig in Ordnung. Dann habe ich mitgenommen ein Spucktuch von Lessig. Letztes Mal habe ich euch ja auch in dem Haul zwei Tücher von Lessig gezeigt und ich bin von der Qualität einfach so begeistert. Und viele haben mir geschrieben, dass sich das Geld wirklich lohnt, was man dafür mehr ausgibt, weil die einfach besser sein sollen. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe oder im letzten Haul, mir ist es eigentlich egal. Spucktücher sind Spucktücher, die sind nur zum Draufkotzen gedacht. Und dementsprechend achte ich da eigentlich nicht auf die Marke, aber ja. Dieses hat mir einfach sehr gut gefallen und ja, ich mochte es einfach sehr gerne, als ich es gesehen habe. Und mir wäre die Marke auch egal gewesen, aber ich habe es jetzt einfach mitgenommen. Das ist ein ganz normales 80x80 Tuch und ist eben von der Firma Lessig. Oh, jetzt sehen die das gar nicht. Da, genau. Und das ist mir direkt aufgefallen, weil ich dieses Muster eben kenne. Also ich weiß anhand dieses Musters, dass es eben lässig ist. Aber ja, ich habe es einfach mitgenommen. 50 Cent kostet auch jedes andere Spucktuch. Also ist das wirklich Schnippe. Ja, dann tragen wir ja ungefähr 62 im Sommer. Und dementsprechend brauchte ich noch Kurzarmbodies in 62. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben nur welche Langarm. Und dementsprechend habe ich jetzt zwei Kurzarm mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die wirklich da bleiben, weil sie mir nicht so gut gefallen. Ich habe sie jetzt einfach mitgenommen, weil ich nur mal welche brauchte. Und der erste ist einmal dieser hier. Der ist noch richtig, richtig süß. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, in 62 einfach so Kurzarmbodies. Und der zweite ist eben dieser hier. Ist so ein Set, das gehört zusammen. Und ja, es sind einfach so zwei schlichte oder eher unschlichte Kurzarmbodies. Ich weiß halt nicht, weil wir halt im Sommer sind, dann wird man bestimmt mal Kurzarmbodies brauchen. Und wenn wir nur Langarmbodies haben, ist es, glaube ich, ein bisschen doof. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal diese beiden mitgenommen. Für beide habe ich 1 € bezahlt. Ja, wo wir dann schon bei dem Thema Sommer sind, habe ich nochmal so ein Kleidchen mitgenommen. Und zwar sieht das so aus, das ist schwarz. Hier oben so ein kleines Spitzenkreischen, sage ich mal. Und ist eben so ein Kleid mit so einem Body drunter. Auch von H&M ist das in 68. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch passen im Sommer. Mit so einem Body eben und dann einfach hier so einen Rock drüber. Und ich fand das einfach richtig süß. Dafür haben wir auch nur 1 € bezahlt. Und das finde ich auch wirklich in Ordnung. Ist es hinten zum Aufmachen, das ist ja meistens nicht so teuer, weil die Kinder dann auf den Knöpfen liegen. Aber ich ja, wollte es einfach mal jetzt ausprobieren und schauen, wie das so ist. Dann
Aber den gab es auf jeden Fall auch noch. Ja, des Weiteren habe ich für den Sommer mitgenommen zwei so dünne Shirts. Das sind welche von H&M in Größe 62. Einfach so ganz dünne Langarm-Shirts. Das eine ist hier in beige und das andere ist etwas ausgefallener. In, ja, weiß ich nicht, so ein Muster. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist so ein bisschen frühlingsartig und sehr sommerlastig. Und das gab es eben in so einem Set auch für 1 Euro. Und weil die so schön dünn sind, dachte ich, das ist für den Sommer ganz gut. Kann man entweder über einen Kurzarm-Bodycoat drüber werfen, wenn es doch ein bisschen kälter wird, oder einfach mal so anziehen. Und ich fand die wirklich ganz niedlich. So, dann gab es einen Riesenhaufen Bodies. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe eine kleine Bodysucht. Also immer, wenn ich irgendwo einkaufen bin, dann sage ich mir selber, ich habe genug Bodies. Aber ich kaufe immer wieder welche. Und ich denke auch immer so nach dem Motto, Bodies kann man nie genug haben, weil das ist wie Unterwäsche. Die wird einfach immer dreckig. Entweder das Kind spuckt oder es läuft die Windel aus oder im Sommer sonst was. Also sagt meine Mutter auch, Bodies kann man nie genug haben. Ich habe ihr das erzählt, wie viele ich schon habe und sie hat gesagt, das ist noch völlig in Ordnung. Und sie hatte selber damals so viele bei uns. Wenn man sie nicht braucht, ist es in Ordnung. Aber wenn man sie eben braucht und man hat keine da, ist es umso schlimmer. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viele Bodies. Also bis jetzt habe ich 7 Bodies von jeder Größe. Alle in Langarm, beziehungsweise habe ich ja jetzt 2 Kurzarm-Bodies. Und jetzt kommen eben noch ein paar in verschiedenen Größen dazu. Also ich denke, dass ich so am Ende auf 10 Bodies pro Größe komme. Und das finde ich in den größeren Größen, also 62, 68, 74, auch wirklich wichtig. Das ist so die Zeit, wo sie ja erstens im Sommer, dann zweitens essen lernen langsam. Und dann finde ich, sind Bodies auch wirklich gut. Bodies sind allgemein auch wirklich was, wo du oder was du immer anziehen kannst. Ziehst eine Hose drunter oder drüber und fertig ist die Sache für drinne oder einfach eine Strumpfhose. Bodies kann man wirklich immer gebrauchen und auch wenn mir jeder sagt, ich habe viel zu viele, ich finde es in Ordnung und was ich für richtig halte, ist denke ich auch in Ordnung. Und genau, jetzt labern wir gar nicht lange, sondern ich zeige euch die einfach mal. Ich habe diese beiden hier mitgenommen in 74. In 74, ja, habe ich jetzt auch, wie gesagt, 7 Stück, aber ich habe diese beiden jetzt noch mitgenommen. Und die finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Das ist mal nicht so was Schlichtes, sondern auch wirklich was, was man zeigen kann, wo man wirklich nur eine Hose drüber und schon hat man trotzdem noch ein schönes Oberteil. Und zwar sehen die so aus oder sieht der so aus. Der ist einfach grau, hat hier so eine Schleife und sieht wirklich, also keine Flecken oder sonstiges. Ich kaufe sehr, sehr gerne gebraucht, weil sich der Neupreis bei den Sachen einfach nicht lohnt. So ein Body hier kostet 5 Euro bei H&M, wenn nicht sogar mehr. Die schlichten kosten 5 Euro und ja, ich finde es einfach nicht schön, wenn man dann auf dem Flohmarkt 1 Euro bezahlen kann. Die Sachen sind halt wirklich nur kurz getragen. Und dementsprechend gab es diesen hier in Grau, einfach mit der zum Beispiel einen Hose, die ich euch gezeigt habe, drüber und schon hat man ein sehr schönes Outfit. Dann gab es noch diesen hier, den finde ich auch super, super schön. Eben in so, ja, Türkis und dann mit so weißen Punkten drauf. Und hier hat es noch so eine kleine Tasche mit so einer kleinen Schleife, fand ich wirklich sehr, sehr süß. Die Arme sind hier oben auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen puffiger, sag ich mal. Und genau, die fand ich eben auch einfach sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch nur 1 Euro pro Body diesmal. Dann habe ich noch einen mitgenommen in 56, der ist von Petit Boutot. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Petit Boutot ist ja eine sehr, sehr teure Marke auch, aber auch eine sehr, sehr schöne Marke. Und ich weiß nicht, ich habe in der Größe schon einfach viel zu viel, aber mir gefiel dieser Body einfach sehr, sehr gut. Der ist so in türkisweiß und hatte hier ein bisschen ein kleines Bildchen drauf. Und ja, mir gefällt der einfach so gut, dass ich den auf jeden Fall mitgenommen habe. So, dann habe ich noch 5 Bodies in 62 und das reicht noch auf jeden Fall. Das hier ist so ein sehr, sehr schlichter in Lila, einfach so ein, ja, ein helles Lila, würde ich sagen, von H&M. Und genau, einfach so ein schlichter. Dann gab es ein von H&M in so rosa-grau gestreift. Den fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, sieht einfach auch ganz,
gut aus, auch wenn er schlicht ist, hat er doch noch ein bisschen Farbe drin. Dann habe ich noch einen gestreiften in lila grau gestreift, auch in 62 von H&M, auch für 1 Euro. Und den fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich noch einen Wickelbody mitgenommen. Der sieht so aus und habe jetzt gar nicht zugemacht. I Love Mom and Dad in weiß, auch in 62. Und den fand ich wirklich auch sehr, sehr süß. Und der letzte ist einfach nur in dunkellila und auch in 62 und der gefällt mir auch sehr gut. Einfach was Schlichtes zwischendrin, auch für 1 Euro. Ja, meine Lieben, das war es auch wieder. Das war jetzt sozusagen der zweite Mädchen-Haul. Bis jetzt ist es immer noch ein Mädchen. Wir schauen mal, ich bin gespannt. Und genau, dann würde ich einfach gar nicht mehr lange schnacken. Und euch einfach einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!